Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Hier im Abwasserkanal, Abflusskanal. So. Kuckuck. Aber hier. Jetzt glaube ich noch. Jo, mal 100 Münzen von denen geklaut. Geht mal easy. Oh. Da komme ich ja so gar nicht durch. Hi. Ja. Ah, da ist eine Tür, da gehen wir doch gleich mal durch. Ja, mal kurz hier bleiben. Wir gehen da gleich hin. Wir gehen durch den Zwinger. Würde ich mal sagen. Ganz, ganz still und heimlich. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Ja. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Ganz ruhig, ich bin's nur. Boreal ist mit allen im überschwemmten Bezirk. Ich bin also allein heute Abend. Was? Seht mich nicht so an. Alter. Ja. Das war viel zu einfach. Lief ja super. Haben wir gut gemacht. Richtig gut haben wir das gemacht. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Das soll's. Wachen, zu mir! Ja. Wer den tötet? Das wollte ich nicht. Ich wollte den Hund eigentlich gut. Gott. Das öffne ich ganz be bestimmt nicht. Würden die Hunde bestimmt nur freigelassen. Ich bin vielleicht dämlich, aber nicht so dämlich. Wo wisst ihr das? Oh, Kacke. Attentäter! Alter. Schusslinie! Nimm ja! Ich will euch nicht töten. Und nicht mal mehr Heilung. So viel zu, du bist allein heute, ne?
Ich will euch doch gar nicht alle töten. Das war sowas von auffällig. Bin mir auch nicht so sicher. Alter. So. Haut ab. Gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir können den Alarm aktivieren. Hat dich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten untersucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gerade verteilen. Noch einmal von Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis von Coldridge zu befreien. Keine Frage. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefürchtet ist. Er ist so geschickt, wie alle sagen. Er entkam mit der halben Wache auf seinen Fersen. Ja. Die Spur führt zu Martin. Aber Martin kennt jeden. Überall. Ja. Martin kennt. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalliste, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Was an? Also. Dieses hier verstehe ich, dann wird Kempe vergiftet. Dieses hier auch, wenn man der Frau nicht helfen möchte und den Aufseher mittöten möchte. Gläser ausschütten, das verstehe ich nicht. Weil dann muss ich ja wieder selber Hand anlegen und Kempe töten. Also mache ich das da. Kalista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melden sie sofort. Zeit für einen Drink. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Geschlossen? Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Nein, ein Corvo. Wer war es nicht? Männer, wir holen sie, wenn wir fertig sind. Dass ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Nun zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann ihnen nicht erlauben, sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen dem Lord Regenten auftragen, das Schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das Schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es ihm. Warnen Sie sie. Und dann möge die Säule... Unfähiger Nichtsnutz! Ich konnte sie nie leiden. Und alles in der Welt. Campbell? Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Ich... Ja. Kacke. Aber ich habe das Buch, oder? Bei den Prophezeiungen. Was haben Sie getan? Er wurde vergiftet. Eben war noch ein Anhänger Ihres Ordens bei ihm. Vielleicht ein Initiierter. Nehmen Sie ihn fest. Sie geben hier keine Befehle. Seien Sie doch vernünftig. Er muss schon auf der Flucht sein. Verfolgen Sie ihn. Ich werde einen Bericht anfertigen. Vergessen Sie Ihren Bericht, Körner. Und geben Sie mir all Ihre Waffen. Sofort. Idiot! Noch einen Schritt und ich stech Sie ab. Sie haben vergessen, wo Sie sind, Hauptmann. Sie haben hier nichts zu sagen. Das werden Sie bereuen. Aus der Schusslinie! Wir müssen uns rauskämpfen. Jetzt prügeln sich die Ratten um deine Eingeweide. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Oh, Kacke. Also, wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Hat nicht so gut geklappt. Ich beende die Folge hier auch mal. Wir sehen in der nächsten Folge, was passiert. Auf jeden Fall, wenn ich noch warte und das Gespräch mit anhöre, weil ich muss ja das Buch, wenn er tot ist, entnehmen. Also gibt es natürlich verschiedene Methoden. Entweder wir erwürgen den, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung, den der Campbell vergiften wollte, den können wir erwürgen. Da müssen wir ihn aber den ganzen Weg zu einem sicheren Ort tragen, wenn wir ihn beschützen wollen. So läuft er selber zu diesem sicheren Ort. Allerdings muss ich dann natürlich raus, bevor die Anlage abgeregelt wird. Wir sehen es aber in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss.